Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Squad Building Challenge Auftritt der Champions. EA hat es Anfang der Woche angekündigt, dass man hier regelmäßig reinschauen soll, weil in dieser Woche ganz viele Champions League Aufgaben anstehen und das Ganze hier habe ich jetzt auch gelöst. Ich zeige euch das gleich einmal im Detail. Vorher aber meine Empfehlung. Was ist das Schwierige an dieser Aufgabe? Im Prinzip einen UEFA Champions League Spieler selten zu haben. Es gibt einige UEFA Champions League Spieler, die sind aber nicht selten. Wir können einmal ganz kurz hier reinschauen bei mir. Qualität machen wir mal spezial, alle. Und dann seht ihr, ich habe einige UEFA Champions League Spieler, aber die beispielsweise hier hinten alle, die sind nicht mehr selten. Man sieht das, glaube ich, rein optisch nicht. Ansonsten schreibt mir das gerne mal in die Kommentarbox, mich würde es auch interessieren. Ah, doch, doch, man sieht es. Die seltenen, die blinken. Aha, jetzt habe ich es. Also die seltenen blinken, die nicht selten sind, die blinken halt nicht. Das ist eigentlich die größte Herausforderung bei dieser Konstellation. Ihr braucht einen seltenen UEFA Champions League Spieler und den müsst ihr dann auch ein bisschen mit einbinden, damit es von der Chemie her passt. Wenn ihr jetzt keinen seltenen Spieler habt, natürlich, ihr könnt auf dem Transfermarkt welche suchen, aber meine Empfehlung an euch ist, nutzt dieses Champions League Upgrade. Hier seht ihr nämlich auch beim Preis in Klammern ein Champions League Spieler, den ihr zieht. Einer ist selten, der andere nicht, aber einer ist eben selten. Und ich habe euch auch schon ein Video gezeigt, wie ihr diese Formation hier beispielhaft besetzt. Im Prinzip ist es relativ simpel. Ihr braucht 6 Spieler, die selten sind. Und alle Spieler müssen halt Goldrang, also mindestens Gold sein und davon 6 selten. Team Chemie 50, das kann man auf jeden Fall lösen. Ansonsten schaut ihr euch mein anderes Video an und dann habt ihr definitiv einen seltenen Champions League Spieler. Das ist besser, als wenn ihr auf dem Transfermarkt, also höchstwahrscheinlich besser, als wenn ihr auf dem Transfermarkt Ewigkeiten suchen müsst oder dort viel Geld bezahlt. So, nun schauen wir uns diese Truppe mal an. Ich habe ein paar Spieler sofort dabei gehabt, hier Erstbesitzer, aber ich habe nach dem mal geschaut und die sind alle dann trotzdem nicht so teuer, hier auch Erstbesitzer, also ihr müsst nicht unbedingt für jede Position einkaufen, hier beispielsweise 800, 450, das ist eben alles im Rahmen. Diesen habe ich dann eben durch das Upgrade gezogen und eingebaut, passe dann auch sehr gut und hier, ihr seht es eben auch viele Erstbesitzer mit dabei, aber Spieler, die ihr auch günstig erwerben könnt, wenn ihr wirklich 1:1 das Ganze hier nachbauen wollt. So, jetzt hier noch einmal kurz gezeigt, Nation, Liga, ihr müsst natürlich nicht die identischen Spieler haben, es würde auch reichen für diesen Chemiewert, wenn ihr dieselbe Nation, Liga oder eben teilweise auch denselben Verein habt. Das ist eben die Mannschaft, die ich zusammengestellt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentarbox, was für eine Mannschaft ihr hattet. Habt ihr vielleicht noch andere Lösungen, gute Lösungen gefunden, die empfehlenswert sind für die Zuschauer? Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch ein schönes Mega-Pack hier ziehen. Aufgabe ist erfolgreich abgeschlossen. Und dieses Mega-Pack werden wir jetzt natürlich auch noch öffnen. Da schauen wir uns jetzt direkt einmal an. Mal gucken, was da so dabei ist. Ich hoffe natürlich etwas Gutes, aber in jedem Fall 30 Objekte. Das ist schon mal richtig schön und ja, leider aber nicht so gut. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Okay, kann man nicht ändern. Ich hoffe, ihr habt da mehr Glück. Aber trotzdem, wir haben die Aufgabe hier eben erledigt. Und vielleicht bringt sie euch ja zu einem richtig guten Spieler. Die ganzen schieben wir in den Verein und einen haben wir sogar doppelt. Gucken wir mal, was der hier auf dem Transfermarkt wert ist. Oh, gar nicht so viel. Das ist natürlich schade. Machen wir das erstmal so. Also, ich wünsche euch jetzt einen schönen Freitag. Wir sehen uns heute im Livestream. Heute geht es ja mit der Weekend League los. Ihr müsst ja eigentlich schon gestartet sein. Genau, Weekend League läuft bereits. Das werden wir heute im Livestream gemeinsam zocken. Dann folgt noch Online-Bundesliga und auch noch Dritte Liga. Also wieder Fußball und FIFA-Programm pur auf meinem Kanal. Lasst
am besten ein Abo da, denn erfahrt ihr auch die nächsten Lösungen für die kommenden Squad Building Challenges. Und natürlich aktiviert ihr am besten auch die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich live gehe oder ein neues Video online geht. So, macht euch jetzt noch einen schönen Freitag, startet danach gut ins Wochenende. Idealerweise starten wir gemeinsam ins Wochenende. Ich würde mich drüber freuen. Vielleicht bis später. Tschüss.